So, Philipp, jetzt bist du als Fußballer hier in Trentino, aber als Münchner waren wir ja bestimmt früher auch schon mal privat am Gardasee, oder? Ja, ist doch klar, so wunderschön wie das hier ist. Alle, die in München groß geworden sind, glaube ich, waren schon mal hier und das ist sensationell und ist natürlich auch traumhaft, dass wir heute so hier empfangen wurden. Philipp, dein Eindruck, die ersten Stunden, sage ich jetzt mal, ihr habt euch am Freitag, glaube ich, alle getroffen, zum ersten Mal wirklich alle zusammen. Das ist der komplette Spielerkader. Man fängt mit der Zunge an zu schnalzen, weil man hier so die Namen auf dem Papier sieht. Wie geht's euch? Was ist so, wie waren die ersten Stunden? Ja, es ist natürlich schön, dass man jetzt wieder zusammenkommt, eine gescheite Vorbereitung haben. Das, was wir alle letztes Jahr nicht so hatten. Und jetzt wollen wir natürlich angreifen, ist ja ganz klar. Der FC Bayern will immer Titel gewinnen und da werden wir jetzt von gestern an, nachdem wir gestern in der Allianz Arena eben die Eröffnung hatten vor vielen Zuschauern und jetzt hier mit einem tollen Trainingslager hier, werden wir natürlich dann alles versuchen, dass wir von Anfang an wirklich ganz oben stehen. Das war ja im Jahr, genau, das ist super. Das war natürlich in der letzten Saison war das alles viel schwieriger, unmittelbar nach der Weltmeisterschaft, aber jetzt habt ihr alle Urlaub gehabt, alle fit und dann ist es natürlich was anderes. Philipp, letzte Frage an dich. Was ist deine persönliche Zielsetzung? Natürlich willst du mit dem FC Bayern München auch möglichst viele Titel holen, deutscher Meister werden. Aber man hat ja dann auch so Wünsche, so gerade in Sachen Champions League. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, klar ist natürlich, dass wir oder dass beim FC Bayern immer das große Ziel ist, deutscher Meister zu werden, nebenbei den Pokal auch noch zu gewinnen. Und natürlich ist es so, in diesem Jahr findet das Champions League Finale in München statt und natürlich ist es ein großer Traum, großes Ziel, im eigenen Stadion die Champions League zu gewinnen. Das ist außer Frage. Das wäre doch was, oder? Ha? Im eigenen, ich glaube, das hat noch nie eine Mannschaft geschafft, im eigenen Stadion, wenn das Finale dort terminiert war, das zu erreichen. Der FC Bayern könnte da wieder einen Rekord aufstellen. Das wäre sehr zu wünschen. Danke, Philipp Lahm. Ich sage nur, bleibt alle gesund. Euer Applaus, Claudio. Bleibt alle gesund.